Leimiswil, Kanton Bern. Wenn man hier an den Wäldern und Feldern vorbeifährt, kann man sich die Mountainbike-Trails richtiggehend vorstellen. Matthias Flückiger. It's been a fantastic ride from him. Brilliant race. He loves this track. He loves these conditions. And he's going to love this result. Auf diesen Trails hat auch Matthias Flückiger das Biken gelernt. Er hat schon früher als Riesentalent gegolten. Der Durchbruch an die Weltspitze ist ihm aber erst in den letzten Jahren geglückt. It's been an incredible performance by this man today. The last turn for Matthias Flückiger. Mittlerweile ist er Vize-Weltmeister und mehrfacher Weltcup-Sieger. Faultless really, start to finish, Matthias Flückiger comes up to the line to win the first World Cup of 2019, his second ever World Cup win. Switzerland on top, perhaps not who we expected it to be. Das Spezielle an Matthias ist, er fährt nicht nur auf Trails, er baut sie auch. Und heute nimmt er mich mit auf seinen Home-Trail. Ciao, Matt, hoi. Hoi, Raffi, hoi, komm rein. Danke vielmals, gut, danke dir. Ja, Matthias, danke, du hast mich da zu dir heim auf Leimiswil eingeladen. Die Region, du bist da aufgewachsen auch. Was bedeutet die für dich? Ja, ich fühle, es ist meine Heimat, die haben wir hier gelebt. Trainieren täglich in dieser Region. Es ist für mich eine super Region zum Trainieren. Also, rein vom Rennvelo her, aber auch vom Bike her, ist genial hier. Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit? Echt sehr gute. Ich habe viele Freiheiten gehabt, würde ich sagen. Ich konnte viel machen. Jetzt ein Velofahren, rein Kindheit, Velofahren zusammen, habe ich nicht so viele Erinnerungen. Ja, wir haben in dieser Zeit Angst gemacht, aber ja, ich habe meine Kindheit sehr genossen daheim. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an das Biken, die du hast? Das ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich das erste Rennen, das ich gefahren bin. Das war schon recht früh, circa mit 8-Jährigen. Aber ich bin dort mal das Rennen gefahren, mehr so aus Gewunger in dem Sinn, weil der Lukas Rennen gefahren ist. Und auch meine Schwester dann zumal noch. Ja, es ist jetzt nicht so super rausgekommen. Ich bin zweitletzt geworden. Und von dem her, wahrscheinlich jetzt nicht nur durch das Ereignis, aber einfach auch sonst, mir hat das Biken dann zumal, ehrlich gesagt, nicht so gefallen. Oder, das Abfahren schon. Das Technische und so schon. Aber nicht unbedingt zufahren. Wahrscheinlich einfach, weil ich zu wenig gut war. Weiss auch nicht. Schwierig zu sagen, aber. Wann hat sich denn das geändert? Ich erst später, 7-8 Jahre später, so mit 15-16, würde ich sagen. Aber ich hatte lange Schulweg gehabt, gerade in dieser Zeit, so 13-14-15, habe ich recht viele Höhenmeter müssen machen und das war schon ein gutes Training. Und ja, ab dann hat es mich angefangen zu packen und bin auch besser geworden und gut geworden. Du hast gesagt, eben, du bist früher da schon in diesen Hügeln, in diesen Wäldern auch am Biken gewesen. Speziell bei dir ist noch, du tust nicht nur auf den Trails biken, du baust es auch. Und du hast mir gesagt, du nimmst mich heute mal in den Wald und zeigst mir, wie so ein Trailbau funktioniert. Ja, genau. Also das ist eigentlich eines meiner Hobbys, Trails
auszubauen, muss ich so sagen. Man kann nicht einfach losschaufeln, leider. Da hat man gewisse Vorschriften, die man ein bisschen beachten muss. Aber wir haben gewisse Sachen, die schon vorhanden sind, die man ausbauen kann. Und es ist zum Teil eigentlich mehr eine Trailpflege. Und gewisse Elemente vielleicht einbauen mit Sachen, die aus dem Wald sind. Also irgendwie einen Baumstrunk, den man kann nutzen für einen Sprung oder was auch immer. Und das hat mir eigentlich schon sehr, sehr früh gefallen. Also das ist eigentlich eine von den Erinnerungen an Kindheit, wo ich muss sagen, die ist mir, bleibt mir noch fast mehr das Trailbauen als das Biken selber. Also das ist etwas Cooles. Also, und jetzt, wo ich selber bike oder die ganze Karriere, wenn du auf diesen Trails fahren können, also weißt, was irgendwie als 10-Jähriger schon gebaut hast und so und probiert hast auch, nachher zu fahren, irgendwie ein Sprüngli und so und dann bist du umgekehrt und hast wieder probiert und so. Und das war extrem cool und lustig auch, das so mit anderen Kollegen zu machen. Ja, du hast gesagt, eben das Trailbauen, das ist eigentlich, erinnerst du dich fast mehr in deiner Kindheit als das Biken selber. Was haben wir jetzt da konkret auch alles gemacht? Ja, eigentlich wie ein Trail ausbauen, wenn man das so sagen kann. Und gewisse Sachen noch hergesetzt. Und geschaut, dass es halt möglichst natürlich aussieht. Also da ist ein Baumstrunk drunter. Da haben wir andere Baumstrünke und verfaulte, oder die am verfaulen sind. Und im Wald rumliegen haben wir hier und ein bisschen Haar drauf. Und dann ist eigentlich schon schnell ein Sprüngchen. Und ja, muss dann ein bisschen Fantasie haben. Und dann kommt irgendwie etwas raus, was wieder ein bisschen was cool ist. Und ja, ich mache es wirklich extrem gerne. Die einen haben ihre Lieblingstrails, du baust deine Trails selber. Was ist dir jetzt wichtig, wenn du so etwas baust? Oder was gefällt dir an einem Trail? Wenn ist es für dich der perfekte Trail? Also rein vom Bau her ist es halt irgendwie, du siehst etwas entstehen. Das ist wahrscheinlich wie bei allem, was du irgendwie mit den Hängen und so kannst machen und kannst anlegen und so. Und du siehst nachher einen Trail oder irgendwie ein Gelände, das entsteht. Und wenn du nachher noch fahren kannst und so und Spass dabei hast, ist es mega cool. Was bringt es dir effektiv für dich als Sportler? Ja, also wir haben natürlich so, habe ich mehr Trails zur Verfügung. Also so mehr Variationen als du eigentlich hast zum Üben oder zum Trainieren, desto besser. Ich fahre viel irgendwie Demo nur so abschnittsweise und trainiere das, bis ich es wirklich kann. Und nachher gehe ich eigentlich weiter. Das ist so ein bisschen meine Art von technischem Training. Und wenn ich irgendetwas brauche, was ich jetzt nicht habe, dann probiere ich mir irgendwie so ein Element zu bauen. Schauen wir rasch noch auf deinen sportlichen Werdegang zurück. Du hast eigentlich zwei sehr erfolgreiche Jahre hinter dir mit Weltcup-Sieg, mit Vize-Weltmeisterschaften, die du geholt hast. Ist eigentlich das passiert, was man bei dir schon lange erwartet hat oder gedacht hat, dass du Potenzial dazu hast? Wenn du nochmal auf die zwei Jahre jetzt zurückschaust, was ist in denen passiert? Ja, es ist sicher das, was ich am meisten können gewinnen davon oder können ausschöpfen, ist sicher mein Selbstvertrauen. Das habe ich definitiv können wie ausbauen auch. Und das ist das, was mir wahrscheinlich noch mehr bleibt als die einzelnen Siege oder Top-Platzierungen. Ja, endlich glaubt man auch mein Potenzial vermehrt können ausschöpfen. Gerade die Woche hat mir jemand gesagt, wahrscheinlich habe ich es immer noch nicht ausgeschöpft. Das ist echt noch cool, das zu wissen. Wer hat das gesagt? Ja, Lömer. Mentor in dem Sinn. Und, okay. Ja, das ist eigentlich etwas, wo ja, ich dachte, okay, ich kann mal negativ anschauen. Denke ich, ich bin doch im Limit und so, aber vielleicht eben gleich nicht. Und das hat mich eigentlich mehr motiviert. Mhm. Was sind deine Träume? Ja, definitiv Träume. Glaube ich, grosse. Rein sportlich gesehen ist sicher der WM-Titel.
das, was ich wirklich erreichen will und glaube ich, auch das Potenzial habe nach letztem Jahr. Und Olympiamedaille, das ja, welche das dann wird sein, ja, sehen wir dann. Ob es überhaupt eine ist, sehen wir auch, aber das ist definitiv ein Ziel. Ja. Gut, ich schlage vor, wir arbeiten hier noch ein bisschen weiter. Also und du? Dann ich. Ich und nachher musst, mal, nachher musst du mal zeigen, wie ich so einen Sprung muss angehen muss. Ja, ja, das ist nicht so eine Sache. Du musst echt Mut haben. Ja. Was muss ich jetzt machen, dass ich da lebend dorthin lande, wenn ich über diesen Sprung gehe? Also dieser Sprung hier, der ist echt recht flach. Also der hat irgendwie einen Winkel von 30 Grad. Das ist echt easy, der spickt in dem Sinn nicht. Mhm. Oder? Also wichtig ist eigentlich, dass am Anfang dass das Vorderrad immer mehr Höhe hat als Hinterrad. Ja. Aber für dich am Anfang würde ich sagen, zieh ein bisschen am Lenker. Und dass du diese Bewegung bekommst. Mhm. In dem Sinn. Grundsätzlich, die schönste Landung ist, echt, wenn du Draht gleichzeitig am Boden bekommst. Ja, und dann ist echt wichtig, die Position auf dem Velo, dass du eigentlich zentral stehst, nicht irgendwie so da hing und auch nicht irgendwie davor. Aber das mit davor passiert mir nicht. Sonst stuhlt es mehr über den Lenker, ja. Ja, muss nicht sein, aber es ist echt sicherer. Ich habe vor allem, es ist ein recht easy Sprung gehört. Ja, ja, ist so. Also schau, ich habe dir jetzt so mein Enduro-Velo ausgelegt. Das ist gut, da bin ich froh. Und mit dem kannst du eigentlich... Macht es von allein, habe ich gehört. Richtig. Also, ja. Ich würde sagen, Rock'n'Roll. Jo. Ich glaube, du gehst zuerst und dann ich. Gut. Ich glaube, ich überlebe es. Und sonst hat er sie auf die Kamera. Meine letzte Fahrt. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Wünsche mir Glück. Ich hoffe, ich überlebe es. Den schlimmsten Fall stuhlt es mit dem vorne raus, oder? Gut. Sind ihr ready? Ist gut. Oh. Ich springe noch einmal. Oh, shit, Mann. Geht's? Warte schnell, ich muss noch schnell filmen. Bitte. Scheiße. Oh Mann. Okay. Hey, ja, geil. Ich habe es einmal geschafft, einmal nicht geschafft. Merci für die Tipps. Ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir den Rest des Trails noch ein bisschen anschauen. Und immer bei diesen Sprüngen fahre ich einfach nebendurch. Und weiter! Hey Matt,
Merci, hast du mich auf deinen selber oder zum Teil selber gebauten Hometrainer mitgenommen. Du hast mir nicht nur coole Stunden beschert, sondern auch einen Adrenalinschub. Cool, freut mich. Ja, ja, du hast es sehr gut gemacht, muss ich sagen. Merci, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe ein paar Katzen davon getragen, aber ich lebe noch und ich würde vorschlagen... Und das Velo ist das noch ganz? Also, weißt, ja, ich glaube, es ist noch ganz okay. Okay, ist gut. Aber ich glaube, es hat gerade so Bock gemacht, wir machen noch eine Runde, bevor wir heimgehen. Ja. Und dann wünsche ich dir sonst noch alles Gute für Cäsar, für das spezielle Jahr und dass du deine Ziele erreichst. Ja, danke vielmals. Also let's go. Hey. Gut, da sehe ich wirklich aus wie ein Erdäpfelsack. Schon schau jetzt. Ah, du hast nicht mehr gezogen. Ja, ich habe nicht mehr gezogen. Es geht so vor, es gab viel. Hast du ihn abgespeichert? Den musst du mir dann schicken. Ja, den kann ich schicken, ja.